Wir schreiten fort in der Redeliste für die Fraktion Piraten. Herr Kollege Magalski, bitte. Sie haben das Wort. Herr Kollege Brauer, jetzt hat der Herr Kollege Magalski das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Energia Atomova, nie dziękuję. Atomkraft, nein, danke. Das sagen nicht nur viele unserer polnischen Mitbürger, dies und jenseits der Oder zu den Plänen der polnischen Regierung zum Wiedereinstieg in die Nutzung der Atomenergie. Wir Piraten stimmen den europarechtlichen Bedenken der Grünen zu. Allerdings weisen wir darauf hin, dass neben den formaljuristischen Einwänden genügend Gründe existieren, die Pläne zum Bau und zur Inbetriebnahme der geplanten Meiler grundsätzlich abzulehnen. Auch wenn nach den aktuellen Bekundungen der polnischen Regierung der erste Meiler nicht vorzugsweise an der deutsch-polnischen Grenze, sondern weiter im Landesinneren bzw. an der Küste auf Platz 1 liegt der Standort Sanowiec, so ändert das nichts an der Gefahr, die von einem solchen Atomkraftwerk auch für die deutsche Bevölkerung ausgeht. So offenbart der Umweltbericht über die Standorte unter anderem den Mangel an hydrologischen Angaben zur Auswertung der Kühlwasservorräte für einige in Frage kommende Standorte. In der Phase der Ausarbeitung der Studie gab es weiterhin keine Möglichkeit, Daten für die der Republik Polen potenziell angebotenen Reaktoren der dritten Generation zu gewinnen. Stattdessen wurden die Daten und Kenntnisse aus den Analysen von Reaktoren gewonnen, die den Typen nur ähneln, was jedoch bei minimalen Abweichungen in der Konstruktion zu völlig anderen Analyseergebnissen führen kann. Des Weiteren mangelte es an detaillierten meteorologischen Daten und an solchen zu der an den Standorten beheimateten Flora und Fauna. Der Bericht geht weiterhin davon aus, dass schwere Störfälle ab Havariestufe 5, ich zitiere, nur einmal pro 1 Million Jahre passieren. Und dann beschränkt sich die Gefährdung auf den Bereich der eingeschränkten Nutzung. Zitat Ende. Demnach müsste ich schon mindestens 1 Million Jahre alt sein. Auf ein eklatantes Ereignis wie dem in Fukushima wird in der Studie gar nicht eingegangen. Bereits von 1982 bis 1990 wurde versucht, in Janowitz ein AKW zu bauen, was am Widerstand der Bevölkerung der zugehörigen Woiwodschaft Danzig scheiterte. Dieses sprach sich 1990 in einem klaren Ergebnis von 86,1% der Abstimmenden gegen den Weiterbau aus. Ob sich die Meinung hierzu innerhalb der Bevölkerung mittlerweile gewandelt hat, darf spekuliert werden, auch wenn das nicht unsere Aufgabe in Berlin ist, sondern eine Frage, die sich die Regierung der Republik Polen stellen sollte. Die Abkehr von dem seit 1990 geltenden Baustopp für Atomkraftwerke und die geplante Nutzung und Inbetriebnahme potenzieller Atommeiler nimmt unkalkulierbare Betriebsrisiken in Kauf und gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung in Polen und in Deutschland. Ein schwerer Störfall mit radioaktiver Freisetzung in unmittelbarer Nähe zu dicht besiedelten Gebieten wie Frankfurt-Oder, Cottbus oder eben den Raum Berlin ist nicht auszuschließen und hätte katastrophale Auswirkungen. Aufgrund der fraglichen Vereinbarkeit mit EU-Recht sollte auch aus unserer Sicht das polnische Kernenergieprogramm bis zum Abschluss einer Subrichtlinie entsprechenden Verfahrens außer Kraft gesetzt werden. Der Umweltbericht sollte auch unter Beachtung der im Folgenden dargestellten Defizite grundlegend überarbeitet werden. Da das Kernenergieprogramm in der aktuell vorliegenden Form weder die Risiken beim Betrieb von Atomkraftwerken noch die Risiken und Auswirkungen bei Anreicherung, Rückbau und Entsorgung darstellt. Im Gegenteil, die Risiken der Atomkraft werden unzureichend bewertet, wie die Kollegen schon festgestellt haben, und in unverantwortlicher Art und Weise verharmlost. Alternative Energiekonzepte werden zudem unzureichend geprüft, Nuklearstrategie und Umweltbericht überzeichnen negative Auswirkungen Energiebilanz und Flächenverbrauch der erneuerbaren Energien, um die vermeintliche Attraktivität der geplanten Kernkraftwerke zu unterstreichen. So wird zum Beispiel vorgerechnet, dass in Bezug auf die Energie für ein wenig Ruhe im Saal sorgen. Es ist ein lauter Geräuschpegel und der Redner hat einen Anspruch darauf, dass man ihm zuhört. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. So wird zum Beispiel vorgerechnet, dass in Bezug auf die Energieausbeute der Flächenbedarf an einer Windkraftanlage 28 Mal und der Aluminiumbedarf 75 Mal so hoch wie bei einem Atommeiler sei, nur um das politisch gewollte Ergebnis zu bekommen, Kernkraftwerke seien über die gesamte Nutzungsdauer gesehen die umweltfreundlichste Art der Energieerzeugung.
Dabei werden wesentliche Kostenaspekte der Nutzung der Kernenergie schlichtweg unterschlagen, wie zum Beispiel die Entwicklung und der Bau der benötigten technischen Infrastruktur oder die Kosten für den Umgang mit den abgebrannten Uranstäben, für deren Zwischen- und Endlagerung in Polen noch gar keine Möglichkeit geschaffen worden ist. Von den ebenfalls unberücksichtigten, gewaltigen volkswirtschaftlichen Kosten, ich komme zum Ende, im Fall einer unkontrollierbaren Kernschmelze mit Verstrahlung ganzer Landstriche einmal abgesehen. Das alles ist der Umweltverträglichkeitsstudie der polnischen Kernenergieprogramms zu entnehmen, welches nach genauerem Studium nur abermals einen Schluss zulässt. Die Verträglichkeit von Atomkraftwerken ist und bleibt nicht genau analysierbar. Atomkraft ist nicht beherrschbar und wird es erst recht niemals sein. Vielen Dank. Danke auch. In diesem Sinne, Herr Migalski, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.